Spuß mal doof. Findel vertelt doof von seinem Freund Hans. Mit dem hat er taub die Schulbänken gedreht. Da meint, mit dem hat er taub nach der Schule gegangen. Doof weit noch, von einmal aus Hans meint, dort hört sein Kopf terrenisch mehr, aus bist du dort nicht so nennring. Na nü, dort prüft der Lehrer ernt endlich ohne Spiel zu bringen. Tum de graute Bengels tut deutlich mehr an, dort sie soll niemals nicht mit Schnaps spielen, hat er ein Tag ein Köffel mitgebracht in der Schule. Nu ist dort Schultid, und der Schullehrer will ein Wort sauer welche lehren. Er hat dort Köffel mit Schnaps zu fern, und dann hat er dort noch ein Löschchen mit warm. Er fragt die Schulkinder, was denken die, was passieren, wenn ich war das so warm hier in der Köffel Schnaps nenne? Alle Schulkinder haben spätze Ohren. Wer in Sinne scheine Schultid aus dit, haben sie nicht sauer färken. Dit Interessante waren sie bald haben ausgefangen. Der Schullehrer nahmt in der ein paar warm, wie eine Köffel Schnaps nennen. Nur ein paar Stunden sind die warm dort gegangen. Und der Schullehrer merkt sicher, dass dort ein jeder Kind wird verstehen, was dort meint. Als der Schullehrer Hans aber fragt, ein Wort hast du von dit gelehrt? Dann sagt Hans, ich habe gelehrt, dass wenn ich wo Schnaps trinke, dann habe ich keine warm nicht. Schur, aber nu ist Hans all nicht mehr jung. Und nu sagt er ein Tag im Restaurant bei der Bar und bestellt sich durch eine Büttel Schnaps. Als am der Büttel dann vorgesagt wird, dann wird am ne seine Lizenz gefragt. Hans kickt ihm an und meint, na wat, sind mir so, wenn ich noch nicht 18 sein? Nee, sagt die Arbeiter, wird am den Schnaps abdrückt. Ich will sein, aus dir wirst du alt genug sein für den Aufschlag für alle Menschen. Hans nimmt dann seine Büttel Schwecksfutter und dann geht er rüber. Schut, dort hat so mal sein. Duft aber war er, he hat den Lehrer anders verstanden. He verstand am, dass wenn er mit Schwecksfutter trinken, dort wurde ihm sein Leben alt mehr an und verstehen. Und du weinst, klart er nicht mehr sein. Arme Hans. Arme Hans. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht für jeden zu subscriben und drück ab diesem nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.